Sitz. Juhig, fein. Okay. Und ab mit dir. Puschmucke, ey. Ja. Ja, jetzt wollen wir halt auch mit meiner Frau mal wieder probieren, im Dino Park, wenn das Wetter so wie jetzt ist, nicht zu warm, nicht zu kalt, ja, vielleicht so wie jetzt ein bisschen dieselig, ja, dass man sagt, man nimmt ihn wieder mit, weil die letzte Erfahrung mit ihm im Dino Park war eine Katastrophe. Er hat alles verbellt, was er verbellen konnte. Dazu muss ich natürlich sagen, da war meine Frau natürlich noch schwanger. Ja, wir hatten jetzt auch wieder einen Vorfall mit zwei Königspudeln, die er dann verbellt hat, ja, auf die er nicht klar kam, warum auch immer. Das kann ich euch halt nicht sagen, warum, wieso. Ja, ich bin einfach nur froh, dass er gerade Hund ist und sich völlig auspowert. Ja. Das braucht er auch mal. Ja, er wird dreckig, mein Gott. Da muss ich halt wieder putzen. Was willst du machen? Ja, dazu hat man sich einen Hund angeschafft. Und ist so. So, Arschloch guckt wieder raus. Jetzt sucht er sich einen Platz, wo er mal Häufchen machen kann. Runter da! Muss halt immer gucken, mich umdrehen und gucken, dass hier keine Menschen auf mich zukommen. Ey, runter da! Loki! Ja, wie gesagt, ich habe ziemlich viel erlebt mittlerweile. Ja, von Gerüchten erzählen, von der Meinung sein, dass es mir ja so gut geht. Baris und Loki, guckt euch mal den Kanal an. So schlecht geht's dem doch gar nicht. Der ist den ganzen Tag zu Hause, geht nur mit dem Hund raus. Ja, dass ich aber teilweise in der Hecke hocke und heule, weil es mir so schlecht geht. Ja, das sieht wieder kein Mensch, das interessiert auch keinen. Es wird immer nur das genommen, was die gerade persönlich gegen mich darstellen können. Natürlich gibt es Momente wie jetzt, wo ich entspannen kann, ja, wo ich mit dem Hund spaziere. Und natürlich gibt es diese Momente. Ja, aber das ist genau das, was ich den Leuten hier ein bisschen auch vermitteln will und sagen will, hey, es ist alles nicht so schwarz, es geht auch voran und ihr müsst halt an eurem Ziel dranbleiben und versuchen zu kämpfen. Nur leider kann ich es halt nicht, weil ich nicht abschließen kann. Und das haben viele nicht geglaubt und glauben es bis heute nicht. Ja, sagen, dass ich unzuverlässig bin, dass ich ein fauler Hund bin. Ja, natürlich bin ich fett geworden, natürlich ist, ja, kugel ich mich nur noch rum. Ja, es liegt aber halt, dass ich halt keinen Abschluss finde. Ja, meine Frau hat Ängste, Sorgen wegen mir. Ja, sie hat Angst, mich zu verlieren. Sie hat Angst, dass ich das nicht schaffe, neu anzufangen und. Und dann kommen solche Menschen, die immer noch weiterschießen und immer noch der Meinung sind, da noch mehr Hass zu verbreiten. Ja, und sowas nennt man dann, ja, aber Kollegen, sage ich mal so. Ja, ich weiß es nicht, was ich denen persönlich getan habe, dass man so einen Menschen mit Hass und Widerlichkeit behandelt, weil man einfach in dieser ganzen Psychoschiene gar keine Ahnung hat. Ja? Mein Gott, es gibt Berichte, da hat ein studierter Arzt, Psychologe geschrieben, was ich habe. Punkt. Was gibt es da noch für Diskussionsmöglichkeiten? Ja? Und mittlerweile aus mehreren Stellen. Ja.
verstehe es nicht. Und dann halt noch so gegen zu wettern und ja, das ist für mich einfach unglaublich, es ist unbelievable. Ja, das ist Sachen, die ich nie verstehen werde. Auch gerade zum Beispiel, was ich nicht verstehen werde, irgendwelche scheiß Radbolzen aus dem Auto zu knallen. Ja. Und dann noch nicht mal die Eier zu haben, mir das persönlich ins Gesicht zu haben. Außer einer, der hat es gesagt. Ja. Der hat gesagt, sie haben doch gar nichts. So schlimm ist das doch gar nicht. Naja, aber so ist das Leben halt leider, ne? Es ist halt, ja, weil es zieht sich mittlerweile über ein Jahr, ne? Mit Unterbrechungen natürlich, wo ich im Krankenhaus war. Ja, ich bin ja nicht umsonst im Krankenhaus gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich mir was ausdenke, sondern dass ich tatsächlich was habe. Und dadurch im Krankenhaus gewesen bin und die mir irgendwas ja bestätigt haben. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja, für meine Frau ist das manchmal auch schwer zu verstehen. Ja. Manchmal geht es mir halt gut und ich lache und, ne, und ich kann im Garten arbeiten. So, ich habe Samstag oder Freitag halt ziemlich viel im Garten gemacht. Das heißt ziemlich viel. Ich habe Rasen gemäht, vertikutiert, gestreut. So, und dann war ich 3 Tage lang flach. Ja, da war ich wieder im Selbstmitleid. Ja, da war ich wieder völlig im Arsch und habe gegrübelt. Ist das alles das Richtige? Ja, dann hast du halt noch keinen Abschluss mit da, wo ich bin. Und, ne, und da versuche ich halt die Leute mitzunehmen und zu zeigen, hey, es ist nicht alles so rosig, wie ihr denkt, wenn ich jetzt hier mit dem Hund spazieren gehe. In so einen Graben ist er übrigens auch reingesprungen letztes. Und da ist natürlich jetzt kein Wasser, weil nicht viel Wasser drin. Aber dementsprechend sieht der Kojote auch aus wie ein Schwein. Aber ist mir auch egal. Muss ich ihn zur Not halt abduschen. Ich freue mich schon auf warme Wetter. So 20 Grad Sonne, dann kann ich ihn auch draußen abspritzen. Ich will ja auch nicht, dass Mäuschen krank wird. Ist halt eine kleine Wasserratte, ne? Luki, raus da! Hierher. So ist fein. Dann guck mal, wie du aussiehst. Wer macht das nachher wieder sauber? Ja, du nicht. Mir schon klar. Ja, ich werde das Video jetzt ein bisschen strecken. Ja, werden vielleicht 4, 5, 6, 7 Teile, keine Ahnung. Solange ich halt Bock habe. Und ich habe halt heute frei. Meine Tochter ist beschäftigt, die ist im Kindergarten. Meine Frau ist auf einer Schulung, hat das Baby mitgenommen und ich habe heute mal einen Tag, wo ich nur ich und der Hund und die Kamera, wo ich mal halt wieder ein bisschen aufarbeiten kann, was die letzten Wochen wieder passiert ist, leider. Da ist halt sehr viel passiert. Ich weiß zwar, dass ich im Prinzip nicht arbeiten kann, aber ich habe noch kein Datum, wann ich da rauskomme, ob ich überhaupt rauskomme, dann wie es weitergeht und Zukunftsängste auch. Klappt das nicht? Ne? Jetzt bei meiner Frau irgendwie anzufangen, weil da hat jemand Scheiße erzählt gegenüber dem Mitarbeiter von ihr. Der ist natürlich komplett auf mich sauer und hat ein falsches Bild von mir und denkt, ich bin ein fauler Sack und will nicht und tralala. Aber keiner versteht, dass die Ursache, da wo ich noch bin, die ausgebende Phase ist, wo es mir nicht gut geht. Ja, ja.
was in 5 Jahren ist, ob das genauso sich entwickelt, das weiß ich doch nicht. Natürlich kann es passieren. Ich fühle mich gerade, als würde die ganze Menschheit irgendwie in meine Richtung schießen. Aber es liegt auch wahrscheinlich auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern es liegt halt viel auch an den Depressionen, wo man halt vieles vielleicht falsch versteht. Ja, und es gibt halt die Menschen, die einem es nicht gönnen und gegen einen schießen, weil die der Meinung sind, so krank bist du doch gar nicht, du simulierst. Und das habe ich auch viel mit meiner Psychologin, dass ich drüber spreche, dass ich mich teilweise so hilflos fühle, dass mich Leute halt nicht ernst nehmen und nicht verstehen, was ich habe. Und das ist so der Kasus Knactus. Ja. Und das ist für mich wirklich ein Unverständnis manchmal, dass die Leute mich da nicht ernst nehmen. Na, viele verstehen das Problem. Flo zum Beispiel schreibt immer wieder, hey, du bist nicht alleine, ich fühle mit dir, ja, ich habe das ähnlich, das Gleiche, wie auch immer. Ne? Das ist halt echt nicht einfach. Loki! So ist fein, Sitz. Der sabbert. Langsam. Okay. So ist fein. Willst du noch einen? Okay. Und los. Heute kriegt er echt ziemlich viel Freiheit. Er wird auch komplett im Arsch sein nachher. Dann kann ich vielleicht ein bisschen YouTube machen, ein bisschen hochladen, ein bisschen mich darauf konzentrieren, ein bisschen zocken vielleicht nebenbei, mich wieder auf andere Dinge zu beschäftigen. Ja, es ist ja halt auch immer für mich ein Prozess, das hier zum Beispiel, es ist... Für euch ist es halt 3 Wochen, für mich ist es ein Tag. Und diesen Tag muss ich halt dann für mich verarbeiten. Ja, ich rede viel in die Kamera oder hinter der Kamera, wie auch immer, und baue dann darauf hin, ja, das Ganze ab oder auf und fange dann an, das Ganze zu analysieren und zu verarbeiten. Ja, raus da! Ey! Jetzt ist er komplett nass. Loki, raus da! Ja. Loki, raus da jetzt! Und das ganze Modderwasser, ne? Das stinkt schon, Loki! Hierher! Ja. Ramm dir noch einen Ast in den Bauch, Trottel. Entschuldigung. Manchmal ist man halt gehässig. Oh. Und wieder da rein. Ja, das ist halt Durst, ne? Und er ist so völlig im Arsch. Aber der hört doch nicht auf, ne? No chance. Nein! Ey! Raus da! Was ist das? Coyote, ey. Wenn es anders ist, jetzt macht er sich trocken, ne? Oh, sieht's aus, ey. Nein! Ey! Ja, dann läuft er halt ein paar Meter weiter da rein, ne? Ab mit dir! Honk. Na ja, jetzt kommt
das Kindische wieder raus, ne, in den Rasen beißen, dass ich halt drauf reagiere, dass da wieder eine Jagd stattfindet. Ey, raus da! Loki! Naja, jetzt versucht er mich anzurennen, ne? Dass der so auf Krawall ist, ne? Weiß nicht, ob es ihm Spaß macht, wenn ich schreie und schimpfe. Verstehe ich immer nicht. Das ist so doof. Ich würde gern so lieb sein, aber manchmal funktioniert das halt nicht. Okay. Nächstes Teil.